Hallo liebe Koch- oder müsste ich vielmehr sagen Backgemeinde. Heute ist Samstag, der 25. Mai 2024. Heute machen wir uns einen Kuchen-Klassiker, nämlich einen Marmorkuchen. Und den machen wir hier mit unserer Gugelhupfform, die ich neulich ja gekauft habe. Und aus der Erfahrung, die wir hier gemacht haben mit dieser Gugelhupfform, ich stelle mal die Kamera auf die andere Seite, das ist glaube ich besser. So, ist der Kuchen dann auch etwas kleben geblieben. Deswegen nehmen wir jetzt von unserer Butter hier ein bisschen auf einen Pinsel und fetten unsere Kugelhupfform auf die Schnelle ein. So. Bis rauf zum Rand. Weil auch mit diesen Formen bleibt der Teig kleben, wenn man die nicht davor einfettet. Ihr könnt natürlich auch Öl nehmen, aber das geht auch mit Butter. Eigentlich mit Butter am besten. So, jetzt brauchen wir 5 Eier. Ganze 5 Eier. So, und bevor wir hier weitermachen, schalten wir noch schnell den Herd ein, den Ofen auf 175 Grad Ober- und Unterhitze. So, dann geben wir die Margarine dazu. Margarine, so ein Quatsch, wir verwenden natürlich Butter. 250 Gramm Butter. Dann brauchen wir 250 Gramm Zucker. Das rühren wir jetzt rühren, haben wir gesagt, nicht kneten. Deswegen brauchen wir den Rührer hier. Bis das schön schaumig wird. Müssen wir auch noch dazu geben. So. Den Zucker schon wieder wegräumen. Gleich wieder Platz hier. Thank you.
250 Gramm. Da brauchen wir zum Mehl noch unser Backpulver. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Jawohl. Dann geben wir das Mehl in unser Sieb rein. Jetzt braucht man unseren Knethaken. Jetzt kneten wir den Teig. Ihr seht, der Teig ist noch ziemlich trocken. Deswegen gebe ich jetzt den Rest von unserem Eierlikör rein. Laut Rezept eine Tasse. Und das dürfte in etwa so viel sein. Schon mal ganz ordentlich aus. Und jetzt haben wir doch schon mal einen wunderschönen Kuchenteig.
Den Mixer brauchen wir noch. Wir gehen jetzt her und geben die Hälfte des Teiges hier in unsere Form. So, das dürfte jetzt ungefähr die Hälfte gewesen sein. Jetzt teilen wir diese Rinne noch. Jawohl. So, und jetzt brauchen wir noch 2,5 Esslöffel Nutella. Das habe ich heute früh extra schon mal aus dem Kühlschrank raus. Das ist auch wirklich weiches. Kommt der Schokolade sind das sein. Schon wegtun. Die brauchen wir auch nicht mehr. Steht auch nichts im Wege. Und jetzt füllen wir die Schokolade.
Und genau diese Mischung aus diesem weißen und braunen Teig, die macht dann diesen Marmor. Natürlich, dass es nicht zu hart wird. Gleichnamige. So. Als Kinder hätten wir jetzt natürlich den Löffel hier abgeschleckt. Aber ein Erwachsener macht sowas ja nicht. Nein. Jetzt gehen wir da allerdings einmal rein. Und drehen hier eine Runde mit dem Löffel. Sollten diese beiden Schichten, die weiße und die braune, ein bisschen ineinander übergehen. Ihr könnt mir aber gerne in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das macht. Nehmt ihr dazu einen Kochlöffel oder was auch immer, um genau diesen Marmoreffekt dann herzustellen. Bin ich sehr gespannt drauf. So. So schnell und einfach geht ein Marmorkuchen. Und den geben wir jetzt für 75 Minuten. Bei 175 Grad in den Ofen. So, ein bisschen viel. Noch nicht an sich. Okay, das kriege ich dann schon in den Griff. In 75 Minuten ist der Kuchen hier fertig und dann sehen wir uns wieder. Bis dann. So, Herrschaften, jetzt ist der Kuchen erkaltet und ich habe ihn aus der Kuchenform rausgetan. Und ja, ihr seht, problemlos rausgegangen, kein Teig ist in der Form geblieben. Jetzt habe ich dann auch noch ein bisschen Kuvertüre warm gemacht und jetzt gehen wir her und streichen ihn, pinseln ihn noch ein bisschen damit ein.
oder? Gibt doch nichts Schöneres als einen schönen Schokoladenkuchen. Oder in dem Fall einen Marmorkuchen mit Kuvertüre. Das hat den Vorteil, dass der Kuchen einfach dann auch noch saftiger bleibt. Wichtig bei dem ganzen Backen ist, man muss einfach Zeit mitbringen. Der Kuchen muss mindestens 2 Stunden kalt werden. So, jetzt tun wir den noch in den Kühlschrank rein und später schneiden wir ihn dann einfach an. Und dann zeige ich euch noch das fertige Ergebnis. Bis dann. So, liebe Leute, jetzt schaut euch doch mal den Kuchen an, oder? Der schaut doch richtig lecker aus. Und jetzt schneiden wir an und schauen mal, was da raus geworden ist. Ihr seht ganz oben drauf, da war auch viel Schokolade drauf. Da ist er noch ein bisschen flüssig, aber auf der Seite ist die Schokolade schon fest geworden. Und so schaut dann ein schöner Marmorkuchen aus. Und auf den freue ich mich jetzt schon.
Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen oder Nachbacken.